Aber da sind wir. Es ist dunkel, es ist Nacht. Hallo Ulf. Und ich glaube, das Erste, was wir machen werden, ist... Wo ist der Mond? Wo steht der Mond? Ist gerade erst Nacht geworden. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nichts. Ja, es ist noch nicht lange Nacht. Also gehen wir erstmal ins Bett. Mich gerade erschrocken, ey. Ich habe mich vor meinen eigenen Ritterrüstungen erschrocken. Ist doch nicht wahr. Geht gut los. So. Genau. Vielleicht von wegen, wenn wir schon dabei sind, hier von wegen Trick or Treat, werden wir vielleicht mal ein paar Süßigkeiten basteln, oder? Was meint ihr? Was haben wir denn so an Candy? Candy Canes? Ich glaube nicht. Candy Corn können wir auf jeden Fall machen. Dafür brauchen wir Korn oder Mais und Zucker. Ja gut, das ist ja einfach. Oder Rock Candy. Rock Candy können wir aber nicht herstellen. Inventory Pads. Ja, keine Ahnung. Also Zucker haben wir, kein Problem. Hier zum Beispiel ganz viel. Hier haben wir auch ganz viel Mais. Das heißt also... Sugar Cookies? Ginge auch. Ich hätte aber gern die, bitte. Und mehr davon, bitte. Genau. Ja gut, den Rest kriegen wir auch noch irgendwie zusammen. Ansonsten, ihr könnt mir auch gerne Vorschläge machen, was wir heute noch so Schönes anstellen können. Die Möglichkeiten sind endlos. Ansonsten gehen wir mal nach oben und gucken, was die anderen Tierchen so machen. Unser Pfeffer. Okay. Wie gesagt, mal gucken, ob heute noch irgendwer noch mit dazukommt. Im Moment sind wir nur zu zweit. Man müsste mal gucken, was man noch so alles an Essen herstellen kann. Bestimmt so Schokoriegel oder sowas. Wäre wahrscheinlich auch ganz witzig. Und ich glaube, wir müssen uns noch verkleiden. Wir brauchen irgendwie eine gute Verkleidung. Gucken, was wir da noch herstellen können. Essenstechnisch gucken wir doch mal. Ne? Pumpkin Pie können wir auf jeden Fall machen. Alles, was irgendwie... Pumpkin Bread. Aus Soup? Nee, ich denke nicht. Cooked Turkey. Pancakes. Europe Bottle? Aus Sap? Wo kriegt man Sap her? Kann man das irgendwie herstellen? Sieht nicht so aus. Ich mich ja gerade verschwört, oder war das gerade die melodische Stimme eines Händlers und den ich nicht bezahlen kann, weil ich überhaupt keine Smaragde mehr habe? Oh. Man kann ja mal gucken, was der hat. Hi. Also erstmal hat er nur einen. Euer Coral Block. Ja. Wo ist denn dann das Lama hin? Ajo? Hier muss irgendwo noch ein zweites Lama rumschwimmen. Aber er hat nur eins. Und wo ein zweites Lama ist, ist auch noch eine Leine. Man weiß es nicht. Betteln und Hausieren verboten. Genau. Obsidian. Ah, ja, eine schöne Idee. Genau. Machen wir uns eine kleine Ender-Chest. Und bewahren darin unsere Geheimnisse. Weil wir hier so schön viel Platz haben. So. So. Und dann kommen wir hier ran. Und können dann hier zum Beispiel... Können die da rein? Die können da rein. Also dann können wir uns praktisch hier alles sichern, was irgendwie nicht in Niet und Nagelfest ist an unseren besonderen Gegenständen. Entschuldigt, ich weiß gar nicht, warum ich heute so verschleimt bin. Wo kommt das denn her? Also von denen brauche ich, glaube ich, sowieso noch eine oben unterm Dach. Dann können wir auch gleich noch ein paar Eier sammeln gehen. Und notfalls auch Milch, falls wir irgendwas noch in der Richtung brauchen. Wie geht's euch denn hier alle, hä? Was hat sich schon relativ gut ausgebreitet? Hallöchen. Oh.
Geht ja noch was. Ach Mensch. Wie geht's den ganzen? Oh, diese Mini-Kuh, das ist so süß. Haben wir? Ja, wir haben zwei Schweine, okay. Oh, okay. Ja, ich verstehe. Ich muss nur mal gucken, ob ich irgendwas für dich habe. Ich glaube, das ist ganz gut, oder? Dankeschön. Es freut mich immer, mit dir Geschäfte zu machen. So. Und schon ist das Dach repariert. Aber da hinten auch noch ein paar Sachen. Nö. Aber wir haben ein paar erwachsene Fasanen. Zwei Männchen, ein Weibchen. Das ist schön. Das heißt, wir kriegen vielleicht sogar ein paar Eier von denen. Und können die auch vermehren. Haben wir nur eine? Ja, wir haben nur eine Gans. Okay. Ich brauche ein paar Körner. Körner. Ein paar Kartoffeln. Oder Karotten? Karotten gehen, glaube ich, auch bei den Schweinen. Weil die ein bisschen vermehren. Wenn nicht so viele Schweine. Oder machen wir das so? Ich weiß noch nicht, wie man Fasane miteinander kreuzt. Da habe ich noch nicht rausgefunden. Aber ich glaube, sonst haben wir alles. La, 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 la. Ein Huhn? Wo ist das andere Huhn? Da ist das andere Huhn. Oh, das geht? Das geht! Oh, die Kleinen sind so süß. Schweinchen? Schweinchen? Wo ist das andere Schweinchen? Da hinten. Haben wir mit Schweinchen? Ah ja, ihr Schweinchen? So. Haben wir die auch? Ah, oh, Mini-Schweinchen. Kühchen? Kuh? Also Kühe? Und Schafe. Und ja, ich weiß, es ist nicht sehr hygienisch, so viele Tiere auf dem Dachboden zu haben, aber ich habe gerade keinen anderen Platz dafür. Und Ställe sind noch nicht in Planung. Das heißt, also die werden hier noch eine ganze Weile bleiben müssen. Das heißt, wir werden die so lange vermehren, bis der ganze Dachboden voll ist. Und dann machen wir ein Kackedach. Deine Fenster leuchten mit 6 bis 8 Stunden Kerzen. Das ist sehr, das ist ordentlich. So, wir haben ein paar Eier. Weil die Fasaneier könnte man sich gerade überlegen, ob man die überhaupt verbraten will dafür. Okay, wir haben Weizen. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Candy Corn. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich gerne machen möchte. Ich werde auf jeden Fall, bevor ich den Server runterfahre, meine Kisten aufräumen. Aber das mache ich off camera. Das mache ich nicht hier bei euch im Stream. Naja, das in off camera. Ich habe vor, dieses ganze. Ja. Ups. Wir haben hier. Nein. Ich habe leider nichts. Sorry. Wir haben hier nur eine Kiste mit Knochenmehl. Und die werde ich mit Knochenmehl so zuschmeißen. Alles, was ich an Knochen habe, was keine Sau mehr braucht, werde ich da oben erstmal reinschmeißen. Also bis auf die, die wollte ja hier noch jemand haben. So. Das Ding wird mit Knochenmehl so nur so voll sein. Vielleicht machen wir doch irgendwann noch einen Knochenshop. Oh, hier haben wir noch Zucker und Zuckerrohr und... Uff. Okay, wir müssen auf jeden Fall... Hier ist noch mehr. Ich sage, wir haben hier so viele Knochen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Also Knochenblöcke können wir hier noch und nöcher herstellen. Gar kein Problem. Und hier noch irgendwas, was hier raus kann. Das muss auf jeden Fall noch... Oh, okay. Wir haben davon noch mehrere. Also wir haben so viel noch aufzuräumen. Ich habe nur so viel aufzuräumen. Nicht wir. Ich muss aufräumen hier. Das war schon wieder das Falsche. Und hier noch Knochen? Nee. Aber hier haben wir noch einen Ring. Der müsste eigentlich hier rüber. Tschüss. Aber ja. Wo ist das? Ach, da. Wo ist dein anderes Lama? Ich sehe nur das eine hier.
Man könnte sich Lama-Köpfe holen, indem man das Lama schlachtet. Nicht, dass ich noch einen Lama-Kopf bräuchte. Hier ist auch nirgendwo mal eins zu sehen, ne? Hab ich mich gerade gewundert, warum das da so rot ist, aber es sieht cool aus. Und ich glaube, den Partykeller, selbst wenn ich den heute anfange, ich glaube, kriege ich nicht fertig. Okay. Eieiei. So. Ja, ich habe hier auch ein bisschen dekoriert. Ich habe hier ein paar Kürbisse, also, was heißt Kürbisse? Keine echten Kürbisse. Ich habe hier so einen aus Keramik, der hatte aber schon einen Riss. Den hat sie jetzt komplett zerrissen. Der hält die Kerze drinnen noch. Ich habe nur Teelicht. Aber den kann ich danach wegschmeißen. Und ansonsten habe ich so aus Glas so eine Deko Teelichthalter. Und da habe ich ein paar Teelichter drinnen verteilt und ich habe noch ein paar Kerzen hier in der Bude. Theoretisch müsste ich meine Tischlampe ausmachen, aber dann wäre ich blind. Das macht sich nicht so gut. Was können wir denn noch so aus Zucker machen? Wisdom? Music this. Happy with Sugar, LGM. Happy with Sugar, Scorched und Submerged. Okay. Ich will aber wissen, was man aus Zucker machen kann. Ice Eaten Mess? Was ist denn ein Eaten Mess? Noch nie gehört. Eiscreme. Fruitcake. Klar doch. Chocolate Ice Cream. Chocolate. Butter. Wir brauchen Butter. Für Butter brauchen wir Salz. Milch. Okay. Also wir könnten definitiv Schokolade herstellen. Was auch ziemlich cool wäre. Rhabarb Crisps. Karamellpopcorn. Almond Brittle. Lecker. Also es ist praktisch Almond Brittle, das ist halt mit Mandeln und dann ist es aber so eigentlich praktisch Karamell mit Mandeln drin. Sau lecker. Banana Cream Pie. Kekse. Rhabarberkuchen. Das ist aber nicht wirklich, ne? Crystallized Luminescence? What the hell? Ansonsten können wir auch noch gucken, was wir noch so mit Kürbissen machen können. Pie. Apfelkuchen. Apfelkuchen würde auch ganz gut passen, ne? Meringue. Marshmallows. Pumpkin Ba. Okay. Vanille, Eier, Zucker, Butter. Wir werden eine Menge Butter brauchen. Dann machen wir erstmal ein bisschen Butter. Wir haben Salz, wir brauchen Milch, wir haben. Okay. Halt. Dann verbrauchen wir dafür die Sojamilch erstmal. Was brauchten wir noch? Salz. Und dann brauchten wir diesen komischen Topf. Und das Ding. Okay. Das dahin. Das dahin. Dann die Milch und das Salz. Und dann haben wir ganz viel Butter. Und Glasflaschen, die nichts anfangen kann. Wie können wir das mal hier tun? So. Und das Salz kommt auch zurück. Salz, 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 Salz. Da. Was wollte ich damit machen? Irgendwas mit Kürbissen. Ich brauche Kürbisse. Ich höre Kühe. Ich höre hier alles. Mein Gott. Den verzauberten Bogen. Okay. Gut zu wissen. Weil das ist so einer von denen, glaube ich, die ich nicht mehr brauche. Die kann ich eigentlich entzaubern. Warum habe ich den noch? Okay. Na 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 na. Oh. Okay. Und ansonsten habt ihr auch schon für Kinder vorgesorgt? Freut ihr euch überhaupt schon drauf, falls die hier auftauchen bei euch? Wird es eigentlich bei euch doll gefeiert? Also bei uns ist Semi. Hin und wieder kommen mal welche, aber viel ist nicht. Bisher ist bei uns hier nichts los. Was nicht ist, kann auch werden. Ich bin gespannt. Genau, Zimt. Braucht man noch dafür? Wo waren die? Nee. Da.
Flour and Salt. Okay, das kriegen wir hin. Pumpkin Bars. Jetzt aber auch die braucht man nicht mehr, ne? Ja. Okay. Eier haben wir auch gar nicht so viele, ne? Eier, Zucker, Salz, Zucker. Und dann sind das... Nein. Ich habe Eier gehört. Oh, mir fehlt der Zucker. Ups. So. Mehr reicht's leider nicht. Snickerdoodles? Lecker. Die wollte ich irgendwann mal selber machen. Zu Hause. Okay. Haben wir die? Haben wir da. Keine Ahnung, ob wir heute hier noch In-Game-Trick-or-Treaten gehen. Ich meine, eigentlich macht es keinen Sinn, ne, weil es ist keiner da. Wir machen Inverse-Trick-or-Treating. Wir basteln hier haufenweise Süßkram und verteilen dann einfach die Süßigkeiten bei den Spielern. Ich danke für die Eier, die brauche ich nämlich. Damit ich noch mehr von diesen Dingern machen kann. Noch was gehört? Ihr Hennen, seid mal lieb und legt mehr Eier, bitte. Und unsere Gans muss auch mal mehr Eier legen. Die legt irgendwie gar keine. Aber vielleicht ist sie auch einfach zu wenig Gras. Vielleicht müssen wir mehr Erde pflanzen hier. Ich stelle mir das einfach gerade so vor, wie die hier hinten einfach alle schon überall hingekackt haben. Und jetzt wachsen da sozusagen schon Sachen drauf. Nein, ich bin nicht seltsam. Mm-mm. Manchmal kriegen die Leute das ja auch nicht so wirklich mit, ne? Ist das Wetter wahrscheinlich gerade auch nicht unbedingt das Beste zum draußen rumlaufen? Ich bin trotzdem gespannt. Mehr davon, yes! So, warte mal. Mit Pumpkin. Pumpkin, da können wir noch mehr machen hier, ne? Pumpkin. Ja, Pumpkin Bread, Pumpkin Pie. Wir haben keine Zero Bottles. Pumpkin Slice. Stuffed Pumpkin. Stuffed Pumpkin wird noch lustig. Kriegen wir aber auch hin. Radieschen, Rhabarber, Roter Baga oder Sojabohne, Spinat oder Zwiebeln, Reis, Kartoffeln, irgendwelche Beeren und braune Maschen. Kriegen wir locker hin, gar kein Ding. Machen wir auch. Ich hätte gerne gestopfte Kürbisse. So. Stopfen wir die Kürbisse. Stopf mir die Kürbisse mit einmal Reis. Haben wir irgendwo Reis? Wenn ja, wie viel? Da haben wir ein bisschen Reis. Da ist Reis. Der Reis ist voll. So. Reis. Zwiebeln. Zwiebeln. Den ganzen Stack, bitte. Danke. Nein, so war das nicht geplant. So war das ja nun gar nicht gedacht. Ach. Mist. Das wollte ich nicht. WTF. Ups. Ja gut, also Zwiebeln, Reis... Wie weit denn noch? Kartoffeln, braune Pilze, Beeren und irgendein Gemüse. Das kriegen wir hin. Irgendein Gemüse. Haben wir locker irgendwo. Vielleicht kann man auch Brokkoli nehmen, mal gucken. Ich hätte gerne mehr Kartoffeln. Das sind die alle. Vorher hatten wir übelst viele und jetzt irgendwie fast gar keine mehr. Oder es hat sich einfach da alles irgendwie irgendwo gestaut. Spinat. Nehmen wir den mal mit. Haben wir irgendwo noch Reis, der noch nicht voll ist? Da.
Was war es noch? Also Spinat haben wir jetzt. Pilze und Beeren, richtig? Richtig. Und es müssen die Süßbeeren sein. Habe ich da noch genug? Und wenn ja, wo? Das reicht nicht. Das reicht auch nicht. Und die habe ich auch oben nicht mehr, ne? Na gut. Dann machen wir nur so viel, wie wir machen können. Und dann passt das auch. Nicht anfangen zu kochen, da fehlen die Kartoffeln. So. Und bam. Das reicht für 30. Macht aber auch nichts, ich glaube, das ist eh viel zu viel. Pumpkin Pie braucht Eier. Jede Menge Eier. Wie viele Eier haben wir gar nicht? Pumpkin Pie. Jo. Jo, jo. Jo, jo, jo. Huch, Alter. Ah. Okay. Und das kocht jetzt schön vor sich hin. Das finde ich gut. Kein Platz mehr. Ja, ein bisschen Zucker. Gibt es eine Glow Potion? Potion of Glowing. Yeah. Aber wie macht man die? Kann man gar nicht, oder? Och, Menno. Hätte ich gern gehabt. Wäre cool gewesen. Little Fireflies, Potion of Glowing. Au! Crafting Upgrade, ne? Wieso Crafting Upgrade? Glowberry Custard, ne. Glowing Flower. Brown? Kriegt man die her? Mini Pet Flower, what? Gibt's die? Wahrscheinlich im End oder so, wo wir noch nicht waren. Schade. Okay, wie sieht's aus mit Invisibility? Das wäre ja auch ganz witzig. Potion of Invisibility. Da braucht man Potion of Night Vision. Awkward Potion. Okay. Gut. Okay, wir brauchen eine Awkward Potion. Das heißt, wir brauchen erstmal Wasserflaschen. Dann brauchen wir eine goldene Karotte. Wo hatten wir die eigentlich hingepackt? Irgendwo hatte ich welche. Ah, da. Normale da, ist ja überhaupt kein Problem. Oh, halt. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das da gleich mit reinnehmen. Genauso wie die und das da. Noch irgendwas, womit man da. Blink, blink, blink. Das klingt so, als kommen da gleich die Nachbarn. Wie gut, dass wir es gerade nicht eilig haben. So. Awkward Potion. Night Vision und dann eine Fermented Spider-Seil. Und dann haben wir eine Potion of Invisibility. Können die mit Redstone verstärken und dann können wir Splash Potions draus machen. Das geht auch. Kling, kling, kling. Fermentierte Spinne haben wir noch. Wink. Also nicht wundern, wenn ich gleich mal eben kurz AFK muss, ne? Kann sein, dass hier die Nachbarn gleich klingeln. Ich habe zwar dieses Jahr meine Tür nicht dekoriert, aber eigentlich darf man gerne bei mir.
Kann auch sein, dass die jetzt denken, wenn ich die Tür nicht dekoriert habe, dass ich heute dieses Jahr keinen Bock habe. Soweit ich weiß, sind das auch deren letzte Halloween dieses Jahr hier bei uns, weil die bald umziehen. Mu. Da hat's Mu gemacht. Wow, lass die Tür ganz. Okay, damit bin ich gleich wieder da. Einen Moment. Es geht los, es geht los, es geht los, los, los. So, ich bin wieder da. Ich wohne im alten Teil meiner Ortschaft, da gibt es nicht so viele Kinder. Ja, bei uns, wie gesagt, das hält sich auch immer ziemlich in Grenzen. Weil, naja, gibt nicht so viele, die es feiern. Na ja, gut, wir sind jetzt hier auch nicht so krass amerikanisiert, glaube ich. Aber ich finde es schon ziemlich cool. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Oh, hast du ein Ei geklaut? Und ich habe jetzt wahrscheinlich kein Fleisch mehr dabei. Ach, Menu. Aber Fisch dabei. Nee. Diese Gans, wirklich. Okay, warte hier. Dankeschön. Grüß dich. Grüß dich. Wie frisch. Ist immer so süß. Ey! Unten weg von dem Ei. Das ist meins. Böse, böse Gans. Ich glaube, der Gans hier fehlt irgendwie ein Männchen oder so. Darf ich mal hier bitte? Danke. Jo. Aber wir waren das wirklich gerade die Nachbarn. Hey, Lüde. Ist okay, gegen die Tür zu klopfen, aber man kann es auch übertreiben. Hier im Dorf hing ein Aushang. Viele Gebäude um die Schule herum waren geschmückt. Ein paar Nachbarskinder sind mit ihren Eltern los in die Richtung. Also es ist nicht überkrass, aber gerade so 6 bis 10 hier freuen sich immer zumindest scheinbar über das Angebot. Das stimmt. Natürlich freuen die sich. Zuckerschock hoch 10. Aber ich gönn's denen auch, ganz ehrlich. Es macht ja auch Spaß. Oh. Oh. Ich hatte vergessen, dass sie immer nur jeweils dass sie einen ganzen Platz einnehmen. Aber klar, das ist ein riesen Ding, was man da gerade braut. So. Schwiebeln. Schwiebeln. Gehirn ist heute nicht ganz auf der Höhe. Was können wir denn noch alles schön anstellen heute? Ich nehme auch heute gerne irgendwelche, ich nehme auch gerne Vorschläge entgegen. Weil ich gerade wirklich auf dem Schlauch stehe. Mir leid. Es gibt so Tage. Und heute ist so einer. Ein Hühnerhinter hat Plopp gemacht. Das heißt, wir können demnächst da oben wieder Sachen holen. Finde ich gut. Nee, halt, das waren keine Samen. Dang it. Das sind Samen. Hier sind keine. Hier sind welche. Und das war's wohl.